Mascha Müller hier. Und die Mascha spielt Luise von Weidensteig. Und jetzt habe ich meine Frage. Das habe ich mich nämlich von Anfang an gefragt. Als du das gehört hast, dass du eine Prinzessin spielst, warst du da irgendwie aufgeregt und hast irgendwie gedacht, oh, jetzt muss ich nochmal einen Kniggekuss machen? Oder? Nee, ich wusste ja bei der Castingszene, ich habe ja auch ein Casting durchlaufen, da wusste ich ja schon, dass es eine Prinzessin ist. Mhm. Und ich habe mir eigentlich nur, also als ich es gelesen habe, dass es eine Prinzessin ist, war ich erstmal erstaunt darüber, dass es das jetzt in einer Serie gibt. Weil das habe ich ja vorher noch nicht gesehen irgendwo. Und dann habe ich mir eigentlich nur noch Gedanken darüber gemacht, wie man sowas spielt. Mhm. Aber einen Kniggekuss habe ich nicht gemacht, ich habe mir nur halt Videos angeguckt, so von Prinzessinnen, Herrschaften, was man da so findet. Ja. Okay. Und wusstest du schon mal im Casting, hattest du ein gutes Gefühl, wusstest du, alles klar, das habe ich im Kasten? Also beim Casting habe ich gedacht, ich habe mich kurz danach gefragt, was ich hätte anders spielen können. Und dann fiel mir nichts ein. Also ich dachte zwar, ich hätte das mit Sicherheit noch irgendwie besser spielen können, aber so richtig grobe Veränderungen hätte ich nicht gemacht. Und deswegen habe ich eigentlich nur gehofft und gedacht, ja, vielleicht gefällt es ja jemandem. Oder hier halt. Ja, und das hat geklappt. Oder? Ja. Bist du bereit? Ja, ich bin total bereit. Alles klar. Hast du einen Putzfimmel oder ist Putzen für dich eine Qual? mittendrin. Also sagen wir es mal so, es soll schon ordentlich sein, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der hier jetzt so lange putzt, dass hier einfach alles blitzt und blankt und so. Also schön ordentlich ist gut, aber auch nicht zu übertrieben. Okay. Warst du in der Schule mündlich oder eher schriftlich besser? Weder noch. Außer es war ein Fach, das mich interessiert hat. Dann, obwohl. So Sport, Kunst und so, mhm. Diese Sachen, die man eben künstlerisch machen konnte, da hat man ja auch nicht so viel geschrieben, sondern eher gemalt. Mhm. Also das war dann... Aber was hast du Abi gemacht? Nee. Nee? Nee, habe ich nicht gemacht. Aber bist ja hier, auch ohne Abi geht's. Kind oder Karriere? Auweia. beides. Es wäre schön. Mascha, das Konzept der Sendung ist entweder oder. Ja, aber das ist immer schwierig, das kann ich nicht. Ich würde gerne beides unter einen Hut bringen. Am liebsten wäre es mir, eine schöne Karriere zu machen und dann parallel irgendwie das Familienleben auch noch irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also ich kann mich nicht entscheiden, weil ich liebe beides. Mhm. Und möchte auch irgendwann beides irgendwie durchziehen. Und ein Kind oder mehrere? Ich glaube, das Idealbild wären so zwei. Okay. Höchstens drei. Hast du Geschwister? Ja, ein Bruder. Genau, ich finde nämlich auch, wenn man mit Geschwistern aufgewachsen ist, dann weiß man, wie cool das ist. Immer muss man den Kindern auch mehrere Geschwister bieten. Ja. Hast du den grünen Daumen oder bist du eher so eine Pflanzenkillerin? ich hätte gern den grünen Daumen und ich habe auch immer Pflanzen, aber ich stelle immer fest, dass sie einfach alle bei mir sterben. Das ist immer ganz schrecklich festzustellen, weil ich hätte ja gerne viele, aber ich... Ich schaff's nicht. Geht nicht, ne? Im Alter vielleicht. Ja. Das ist immer so meine Hoffnung. Vielleicht, ja. Vielleicht. Wir werden sehen. Wir oder, ja. Ja, ich glaube. Ja, mal gucken. Hochsommer oder tiefster Winter? Oh Mann. Hochsommer. Regenbogenpresse oder Wirtschaftsmagazin? Regenbogenpresse. Liegt ja auch immer oben bei uns in der Maske. Ja, das ist dran vorbei. Super, das ist super. Handelst du mit Herz oder mit Hirn? Herz. Bist du eine Kontaktpflegerin oder ist es bei dir aus dem Auge, aus dem Sinn? Ich versuche Kontakte zu pflegen, aber manchmal geschieht es, dass man sich verliert. Mhm. Allopathie, das habe ich gelernt, das ist nämlich Schulmedizin, wollte ich ein bisschen schlau rüberkommen, oder Homöopathie? Schulmedizin. Ich kann das Fremdwort nicht aussprechen. Allopathie. Weißt du, wer mir das gesagt hat, nämlich, dass das heißt? Der Hubertus. Und hast du auch erstmal geguckt, was das heißt. Ja. Ja, verrückt. Ich habe ihn gefragt und meinte, Hubertus, wie heißt nochmal das Pendant zur Homöopathie? Und er, Allopathie. Ja. Ganz wärst du das selbst? Ja, der weiß viel, der Hubertus. Ja. Das ist gut. Luft trocknen oder füllen? Luft trocknen. Kannst du trotz Schnarchen schlafen oder wirst du aggressiv? Ich schlafe ja wirklich, also wenn ich mal schlafe, dann schlafe ich so tief, da höre ich auch nichts mehr. Also ich glaube, ich kann richtig gut schlafen, egal auch wo. Okay. Wie viele Leute da sind, ist mir egal, wie kann ich schlafen, wie dann schlafe ich. So meiner Szene quasi so. Oh. Doch echt, das funktioniert gut. Fitnessstudio oder Faulenzen? Oh, Faulenzen. Hund oder Katze? Hund. Du hast ja auch einen. Ich habe einen, ja. Mhm.
Flugzeug oder Bahn? Oh, Bahn. Bahn, auf jeden Fall die Bahn. Die Frage war auch extra für dich. Echt? Ja, hast du die extra ausgedacht? Wärst du gern noch mal 10 Jahre jünger oder doch 10 Jahre älter? Oh, ich finde es eigentlich ganz gut so. Ja? Mhm. Nee, ich möchte, nee, ist alles gut. Jetzt wird es ein bisschen moralisch, schon. Jetzt kommt's. Was bereust du? Was bereue ich? Ich bereue überhaupt nichts. Ich finde, mir sind zwar viele negative Sachen in meinem Leben passiert, aber aus all diesen Sachen, auch wenn ich es am Anfang nicht erkannt habe, haben sich Sachen ergeben, die sehr, sehr wichtig für meinen Lebensweg waren. Und ich würde auch alles nochmal genauso machen. Wie sieht dein perfekter Tag aus? Oh, lange schlafen, sehr lange schlafen. Also sehr lange schlafen. Und dann mit dem Hund spazieren gehen. Lange frühstücken mit meinem Freund, sehr lange frühstücken. Und dann Couch, Film, schlafen. Was hat dich am meisten geprägt? Meine Jugend und meine Kindheit. Aber am meisten meine Jugend. So die 5. bis 8., 9. Klasse, Gymnasium. Die war intensiv. Was so mit Jungs anfing und so, ne? Ja, hat, nee. Nee. Nee, ich glaube, ich hatte zu viel mit mir selbst zu tun. Ich, ja, das war auf jeden Fall eine Zeit, die habe ich auch jetzt im Nachhinein sehr viel Kraft rausgezogen. Damals habe ich das nicht gedacht, aber so im Nachhinein war das richtig gut so. Und worauf kannst du nicht verzichten? Auf meinen Freund. Das geht nicht. Und auf meine Familie. Gut. Ach ja. Das war's schon. Und aufs Spielen noch, natürlich. Ah ja, boah, schon Spielerei natürlich. Genau. Also das klar. Geht auch gar nicht. Ja, das muss man schon mal noch sagen. Okay, ja. Wichtig, ist wichtig, ja. Möchtest du noch irgendwas sagen? Oder? Nein. Dann war's das. Bis bald.